Gott. Oh, was siehst du das? Siehst du das? Ah, ein Stuhl. Leute, das ist die beste Erfindung. Ohne Witz. Das fehlt in jedem Einkaufszentrum. Immer wenn man mit seinen Freundinnen shoppen gehen muss. Das einfach. Sicher. Und in dem Sinne, herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Jo. Wir sind hier in Palma de Mallorca, auf der Insel Mallorca. Und um genauer zu sein, im Castell de Bellver. Genau, wir sind hier im Schloss. Genau. Sehr gut, Schatz. Und dieses Castell de Bellver hat was ganz Besonderes, denn es ist einfach kreisrund. Das ist die einzige kreisrunde Burg bzw. Schrägstrich Festung in ganz Europa. Und Spanien, genau. Ja, Spanien ist Teil von Europa. In ganz Europa. Genau, deshalb gilt sie als einmalig und einzigartig. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr seht, es geht gleich los. Hier ist nämlich mein Koffer. Und jetzt fliege ich gleich nach Mallorca und treffe Matthias dort. Und falls ihr euch fragt, warum ich dieses Käffi anhabe, unsere Dusche geht nicht. Great! Wir sind jetzt endlich angekommen im Hotelzimmer und ich gehe jetzt erstmal duschen. Erstmal Badematte hier nach unten legen. Ungefähr so, einigermaßen sauber. Geht das warme Wasser? Bist du warm? Ich will nur warmes Wasser. Ihr glaubt gar nicht, was es für ein Luxus ist, warmes Wasser zu haben. Denn wir haben gerade irgendein Wasserrohr, oder ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall geht kein warmes Wasser, es geht nur kaltes Wasser. Und davon geht nur ganz, ganz, ganz wenig. Katastrophal. Auf jeden Fall habe ich die ganze Zeit im Fitnessstudio geduscht. Aber ich habe nur 3 Minuten Zeit im Fitnessstudio und dafür gehen meine Haare überhaupt nicht zu waschen. Erinnert euch dieses Gebäude an irgendwas? Schatz, erinnert es dich an irgendwas? Das erinnert mich an 3 Innenhöfe, die genauso aussehen, wie wir schon waren. Und zwar, erzähl. Okay. Einmal in Alhambra, ja, und einmal hier, ja. Also ich sag nur die Alhambra. Ja, die auf jeden Fall. Alhambra sieht 1:1 genauso wie dieses Gebäude. 1:1. Und genau das habe ich eigentlich nur gemeint. Ja, aber habe ich doch direkt das erste 1 gesagt. 1:1 zu Hause. Ja, genau. Aber du hast noch ganz viel anderes noch gesagt. Dabei. Sehr gut, ich bin stolz auf dich. Hast du gut gemacht. Matthias regt sich auf über meine Tasche. Was soll denn das? Was ist das für eine, was hat das für ein Format, diese Tasche? Es gibt keinen Sinn. Guck mal, da passt nichts rein. Da geht gerade so eine Flasche rein. Guck mal, die guckt ja oben raus. Warum sind eure Frauentaschen nicht wie unsere Männertaschen, sodass da auch mal wenigstens was reinpasst? Hey, da passt so alles rein. Ja, total. Da ist ein Lipgloss drin, da ist eine Wasserflasche drin, da sind Maiswaffeln für uns drin. Ja, aber das war's dann auch. Weißt du, in meinen Rucksack. Ja, was brauchen wir denn noch mehr? Da sind Babytücher drin. In meinen Rucksack passt rein. Mein Computer, Festplatte, 7 Kameras, 2 Wasserflaschen, Energy Drinks, Bücher. Ja, man kann seinen Rucksack als Mann auch für die Schule oder Uni benutzen. Ja, den habe ich auch immer für die Uni benutzt. Welches Buch passt denn da rein? Ja, das kann man doch wie so hier einfach in der Hand nehmen. Das sieht doch auch voll süß aus. Ja, aber ich habe so 50 Kilometer gependelt. Fahr mal 50 Kilometer hin, dann 50 nimmst du so eine. Deshalb habe ich ja immer auch eine Erdbeere drin, diese Erdbeerentüte. Aber dann musst du das so in der Hand schleppen. Das ist asymmetrisch. Das ist nicht gut für deine Schulter und für deine Bauchmuskulatur. Stimmt einfach mal ab. Wie findet ihr das? Würdet ihr lieber so einen wunderschönen, stylischen Rucksack nehmen? Oder so einen Rucksack wie Matthias? Ja, kannst du bitte meine ganzen Rucksäcke einblenden? Baby, warum liegt hier so viel Geld rum? Das ist noch der Rest vom Somnium-Scam, den wir nicht ausgegeben haben. Also Matthias hat mir gerade erklärt, dass hier dieser Schlüssel da der erste Schlüssel der ganzen Stadt von Palma war. Habe ich recht, Schatz? Ja, damit wurde die erste Straße sozusagen. Du weißt ja, man hat das ja früher immer gemacht, dass für... Auf jeden Fall, hier ist der Schlüssel und hier... Was ist das, Schatz? Das ist das erste Geld, ne? Thank you.
Und das hier ist unser Hotelzimmer. Hier ist unser wunderschönes, riesiges Bett. Da ist so ein wunderschönes Bild. Hier haben wir einen Spiegel, einen Schrank, den ich eigentlich fast komplett für mich allein eingenommen habe. Wieso fast komplett? Da hängt eine Jacke von dir. Die du da reingehängt hast. Das ist dein Schrank. Ja, das ist mein Schrank. Das hier ist mein Schrank, denn ich schlafe auch auf dieser Seite. Das ist Matthias seine Seite, der hat aber einen Tisch dafür. Voll, mit deinen Taschentüchern. Ja, hier haben wir so einen coolen Sessel. Und hier ist Matthias, der gerade sein Video hochlädt. Der hat den Schreibtisch in Beschlag genommen. Ich wollte einmal kurz anmerken, beim Hotel-WLAN habe ich einen Upload von 25 Kilobit pro Sekunde. Oh wow. Oh, das ist echt schrecklich. Das bedeutet, seit 24 Stunden ist er dabei, 6 GB hochzuladen. Ja, krass, krass. Da haben wir noch hier so einen wunderschönen Fernseher. Hier so ein wunderschönes. Den haben wir noch gar nicht benutzt, ne? Nee, den Fernseher haben wir noch nicht. Hat er einen USB-Anschluss? Weiß ich nicht. Ich bin fest daran, schließe ich Film gucken. Ja, lass halt am Film gucken. Und hier ist unser wunderschönes Bad. Die Tür geht schon zu. Super. Nixer. So, hier ist das Waschbecken und ich habe gerade so wunderschöne Blümchen gefunden, die habe ich gleich hier hingelegt, denn die passen farblich super zu meiner Zahnbürste. Und eine Nessie und hier sind noch mehr Blumen. Dieses Bild gefällt mir so, 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 so gut. Würde ich auch gerne haben, so ein schönes Bild. Und dann ist hier die riesige Dusche, Toilette und Matthias. Da! Fleißiges Bienchen! Auf geht's, oder? Wenn ich versteht, was ich mit fleißigem Bienchen meine, der sollte dir auf Instagram folgen. Und? Überhaupt nicht eingeübt. Los! Go. Okay. So, jetzt haben wir uns hier so Wrapzeugs gekauft, Käse, Tomaten. Die Gurke fehlt noch. Stimmt, die Gurke fehlt noch. Dann Schinken für Matthias und... Ach, wir haben jetzt gar keinen Thunfisch gekauft. Stimmt, Thunfisch haben wir vergessen. Egal, da wird meine einfach nur vegetarisch. Ja. Habt ihr schon mal Wraps gemacht? Wenn ich nicht, Matthias hat mir gerade irgendwas mit Falten gesagt. Da gibt es eine verschiedene Falttechnik. Ja, du musst Wraps auf eine bestimmte Weise falten. Ich habe einfach gedacht, man rollt die nur. Nein, man rollt die nicht. Also wir haben jetzt hier so ein Wrap-Dings da. Jetzt kommt Gemüse. Genau. Dann kommt Tomaten. Das war nicht mal Gemüse, hier sind nämlich Zwiebel, Lauch, Paprika und so dabei. Ja. Das willst du auf jeden Fall als Grundkonsistenz haben. So. Ich hole eben noch die Gurke. Wrap, Gemüse. Oh, das sieht lecker aus. Dann sagst du gleich bitte Stopp. Gurke. Ist gut. Lecker. Sehr gut. Käse. Käse, ganz, ganz wichtig. Fettarmer Mozzarella in dem Fall. Lecker, Schmecker. Käseentdecker. Für Käseentdecker. Und jetzt haben wir hier Joghurt. Eigentlich wäre dünnflüssigerer besser, aber... Das geht auch so. Das ist jetzt nämlich unser Dressing. Bitte? Soll ich dir machen? Ja, bitte. Danke, Schatz. Bitte schön. Du bist der Beste. Ich weiß. Okay, so, dann hör mein Kompliment nicht an. Reicht so? Ja. Matthias macht sich hier gerade noch Schinken drauf. Ja. Schinken, Schinken. Auch extra darauf geachtet, dass der fettarm ist. Okay. Weil irgendwoher brauche ich ja auch mein Protein. So. Sehr gut. Zack. Und jetzt... Ich habe es halt sehr, sehr dumm verteilt. Mach das niemals. Ich habe meinen Wrap gerade voll gemacht. Du hast es schlau gemacht, in der Mitte, weil so wirst du es gleich falten. Ja, ich muss es ja irgendwie... Pass auf. Von unten hoch, nach vorne, zur Mitte. Dann von links und von rechts. Theoretisch. Ah. Wenn man ihn nicht so voll gemacht hätte wie ich. Zack. Und jetzt kann man ihn essen. Okay. Also Freunde, von unten nach oben. Von der Seite. Meiner ist auch viel zu fett. Hätte ich das gewusst? Hätte ich mir dir doch vor einfach gesagt. Daran habe ich irgendwie nicht gedacht. So. Gut festhalten und nicht mehr loslassen. Und das hier ist jetzt mein Wrap. Mhm. Vorne. Cool lecker! Das war ja mal so lecker. Ich esse jetzt direkt meinen zweiten Wrap. Matthias ist schon einfach beim zweiten Wrap. Mhm. Diesmal ist er perfekt geworden. Mhm. So, Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg nach. Porto oder irgendwas. Da gibt es nämlich die Drachenhöhlen und die gucken wir uns jetzt gleich an. Wir haben nämlich gestern unsere Tickets geholt. Wir müssen auch hier schon am Busbahnhof. Haben leider den ersten Bus verpasst und jetzt warten wir auf den zweiten Bus.
Und hier gibt es gratis WLAN, ne? Was? Ja, steht doch hier überall. Ja. Na, überall an diesem Kunden. Warum bin ich denn die ganze Zeit in diesem Mann? Ja, gratis WLAN gibt's hier. Das ist es denn? Hier gibt's viel gratis WLAN. Wir fahren jetzt einfach über die komplette Insel in den Osten der Insel. Guck, die wissen sogar schon, wo wir hinfahren. Nee. Im WLAN-Netzwerk. Oh. Oh. Da ihr immer fragt, wie ich meine Bilder bearbeite, ich mache das immer mit Lightroom. Und so sieht mein Bild vorher aus. Und so sieht es nachher aus. Also ein kleiner Unterschied auf jeden Fall. Man kann hier ziemlich viel einstellen. Licht, hier alles Mögliche. Und das mache ich immer sehr, sehr, sehr gerne. Wir sitzen jetzt im Bus, haben 16 Euro hin und zurück bezahlt. Also pro Person sogar. Was ich ziemlich teuer fand am Anfang. Aber wenn man rechnet, ist es eigentlich gar nicht so teuer, denn wir fahren ja einfach mal komplett über die komplette Insel. 80 Kilometer jetzt. Ja, das ist halb so viel eigentlich. Und das ist ja hin und zurück. Und das ist billiger hin und zurück gleich zu kaufen. Sparen kann man sparen, ne? Mhm. Und für die Höhlen zahlen wir 15 Euro. Und wir haben den Bus einfach von uns fast komplett allein. Mega cool! Und es gibt jetzt gut, also auch schön. Der Bus war jetzt gerade zwei Runden im Kreise gedreht, weil er die Ausfahrt, er musste sich gerade erinnern, dran, welche Ausfahrt die richtige war. Also er hat einfach so im Kreis Karussell gefahren. Und der hat beinahe abgewürgt. Ja, der hat einen Automatikbus abgewürgt beinahe. Das muss man erstmal hinkriegen. Wir sind angekommen. Oh yeah, wir müssen ganz laut reden, weil hier hinten irgendwas gebohrt wird. Let's go. Hier ist schon eine riesen Schlange. Great, das war irgendwie mir nicht bewusst, dass so viele Leute da sind. Aber naja, wir sind auf jeden Fall jetzt in der Drachenhöhle angekommen und gucken uns jetzt die Drachenhöhle an. Freunde, wir sind jetzt hier in der Drachenhöhle. Guckt doch mal, wie schön das hier einfach aussieht. Ihr könnt es kaum sehen. Es gibt hier tausende von Zapfen und zieht euch diese Highlights einfach mal rein. Und Schatz, wie gefällt's dir? Cool, oder? Wahnsinn, wie weit es da einfach noch runter geht. Es wird richtig, richtig tief. Übrigens sind wir jetzt die Letzten, denn mit der Masse war es unmöglich, irgendwas zu sehen. Und jetzt können wir einfach hier die Natur genießen. Was Matthias und ich auch traurig finden, ist, dass hier überall Wege hingemacht worden sind. Das ist natürlich besser für die Touristen. Jedoch ist es traurig, denn ja, die Natur wurde halt ein bisschen zerstört. Ja, das reicht von auch. Hier sind überall Wege und Treppen gebaut. Das bedeutet, hier wurde viel von der Höhle abgebaut. Ja. Könnt ihr das hören? Es tropft hier. Das ist total schön, denn hier tropft es auch irgendwo. Hier überall. Ja. Ich habe gerade so einen Tropfen gesehen. Ja, ich auch. Denn mit der ganzen Masse konnten wir sowas nicht hören. Und jetzt sind wir hier allein und hören das alles. Hier könnt ihr es auch sehen, wie klar das Wasser einfach ist. Wir konnten jetzt hier gerade ein wunderschönes Konzert hören und die sind einfach da gewesen und sind von da gekommen und sind mit so einem Boot durch die ganze Gegend gefahren. Hat es dir gefallen, Schatz? Es war sehr, 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 sehr schön. Mega, es war total romantisch. Und man hat hier die Möglichkeit, mit einem Boot zu fahren. Und damit fahren wir jetzt auch gleich. Schön, ich freue mich schon total. Jetzt fahren wir mit so einem Boot in einer Tropfsteinhöhle rum. Und ein Travel Hack. Wenn ihr nicht in ein vollgestopftes Boot wie die hier rein möchtet, seid einfach die Letzten, dann kriegt ihr ein eigenes Boot. Davon ist noch eins. Und das legt jetzt erstmal ab. Wie gesehen,
Es ist voll gestopft. 13 Personen. 8. Das ist unser Boot. Damit fahren wir uns. Oh, ich freue mich schon so mega. Boot, 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 Boot. Boot, Boot, Schatz. Boot, Boot. Hilfst du mir, Schatz? Ja, ich setz mich, ich setz mich, ich setz mich. Egal, Alex. Jetzt geht's los. Diesen Boot sind wir gefahren. Das ist nicht schön. Und hier ist das Boot, wo die Musik gespielt haben. Jetzt sind wir schon aus der Höhle draußen und haben hier so einen Picknicktisch gefunden. Ich habe mir hier so einen Supersalat geholt. Und ich habe Thunfischsalat. Und wir lassen es uns schmecken. Guten Appetit, Schatz. Danke dir auch. So, mein sieht jetzt so aus am Ende. Aha. Das fleißige Bienchen da hinten macht gerade eine Premiere. Premiere, genau. Genau, ich wollte nämlich sagen, du machst einen Livestream, aber du machst gar keinen Livestream, weil sonst würdest du reden. Er macht gerade eine Premiere. Wart ihr dabei bei seinem Video? Ich bin gerade am Videoschnitt und wollte euch eine wunderschöne Szene zeigen, die ich gerade... Moment, wo ist sie? Guckt mal, wir haben uns diesen Apfel geteilt. Das ist so süß. Ich liebe diese Szene. Schatz, liebst du diese Szene auch? Ist cute, ja? Ja, die ist mega cute. Freunde, und das war's dann schon wieder. Rip in Pieces. Mega, Schatz, hat Spaß gemacht. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Ja, in 2, 3, 4 Wochen. Ja. Und ihr vergesst bitte den Daumen nach oben nicht, weil euch das Video gefallen hat. Jetzt wisst ihr, wie es so behind the scenes wirklich aussieht. Ja, wie unser Leben so wirklich aussieht. Warte, einmal Thumbnail nachstellen. Und schreibt in die Kommentare natürlich rein, was ist eure liebste Stelle. Meine war dich aber. Nein, meine nicht. Meine schon. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch dieser Vlog gefallen hat. Das ist nochmal wieder was anderes. Kauft mein Merch. Ciao. Tschüss. Wir sind jetzt angekommen. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Hey, wer? Dann sieht er aber gar nichts. Ein Kilometer, 200 Meter lang.